Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Hardcore Games, aber diesmal ein bisschen verändert. Ich spiele nämlich mit dem Hexit-Modpack und ja, das war's eigentlich schon. Hab Bonustruhe angemacht, damit ich zum Beispiel eine Schaufel für den Anfang habe, damit ich besser Sand abbauen kann am Anfang. Und ja, sonst gibt's eigentlich nicht viel mehr. Also jetzt im Hexit-Projekt wird wahrscheinlich spannender, hoffe ich zumindestens. Und ja, dann hoffe ich, die Welt wird jetzt gleich geladen. Ja, Landschaft wird generiert. Das ist gut. Wir hatten nämlich auf einem Server Hexe gespielt. Da geht es jetzt auch langsam dem Ende zu. Und jetzt denke ich, bin ich gewappnet, das mal in Angriff zu nehmen, hier zu spielen. Ich habe meinen PC aufgerüstet. Ja, wollte ich auch mal eben kurz sagen. Ich habe jetzt 8 GB Arbeitsspeicher anstatt 6, glaube ich, vorher. Und ja, wo ist meine Bonustruhe? Das ist jetzt blöd. Hä? Och Mann. Jetzt muss ich doch ohne Bonustruhe auskommen, oder was? Hotzeka! Und ich werde direkt sterben. Hauptsache, ich bin direkt auf. Alter. Okay. Und genau deswegen könnte es spannender werden. Hier sind nämlich jetzt überall Sandwürmer. Das wird blöd. Okay, vielleicht mache ich doch keine Sandwelt fürs nächste Mal. Nur so fürs Protokoll mal gesagt. Da ist ein Sandwurm, da ist ein Sandwurm. Oh Mann, und ich bin immer noch meine Bonustruhe am Suchen. Weil ohne die Bonustruhe kann ich es hier schon mal direkt vergessen. Die ist so mit Fackeln umgeben. Wo ist die denn jetzt? Ah, ich versuche ins Dorf zu kommen, ohne einen Sandwurm zu begegnen. Oh, da sind direkt drei. Ah. Nee. Lascht mich und ich habe ein Standbild. Wow. Das ist halt hier mit der Karte auch ein bisschen blöd, dass die sich immer neu laden muss. Wodurch zu manchen Rucklern und Lags führen kann, wie jetzt zum Beispiel die ganze Zeit. Und ja, mein Ziel wird es sein, vielleicht goldenes Schokobo, Scale-Rüstung, halt weit zu kommen. Was ich wahrscheinlich eh nicht kommen werde, weil ich wieder von einem Creeper runtergejagt werden werde. Aber man tut, was man kann, ne? Hier schon Essen, 2 Necromantic-Pages. Ja, die kann ich auch richtig gut gebrauchen. Was kann ich damit nochmal machen? Was bringt mir das? The Book of the Death, Bone, the Human Flesh. Verstehe ich nicht, was mir das bringen soll. Aber ich werde mir das mal craften, wenn ich Zeit und die Stoffe dafür habe. Oh, hier sieht alles einfach so abgespaced aus. Hier ist alles ineinander gespawnt einfach. Und das mit der Welt neu laden, das ist echt ein bisschen blöd. Ich guck mal, Grafikeinstellungen ein bisschen runterzustellen. Ja, hier. Gering. Schnell. Maximale FPS ist an. Welche Beleuchtung ist aus? Ich mache mal Wolken aus, die stören mich eh nur. So, jetzt müsste es ein bisschen besser klappen. Da geht's nirgendwo hin, außer in den Tod. Hier ist. What's up? What's up? Nee! Und das war sehr gut, die Aufnahme. Und ich würde sagen, das lade ich trotzdem hoch. Bis gleich. Herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme. Hexed Hardcore Games. Wer die letzte Aufnahme gesehen hat, der hat gesehen, wie ich krass abgefailt habe. Und einfach richtig schnell gestorben bin. Jetzt muss ich gucken, ob meine Settings so geblieben sind. Natürlich nicht. Ah doch. Ja, das ist natürlich schlau. Oh, hier kriege ich irgendwas zu essen raus. Ich weiß nur nicht mehr so genau was. Nee, hä? Doch, hier, die Teile. Hä, wie soll ich die gerade nicht rausbekommen? Arse! Okay, diese Regentropfen kann ich mir nicht essen. Und ich habe in der letzten Folge, habe ich mir nochmal angeguckt und bemerkt, wie fail ich war. Man kann bei Hardcore nämlich gar nicht Bonustruhe an. Also man kann gar nicht anstellen eigentlich. Und ich hatte die eingestellt, bevor ich auf Hardcore gestellt hatte. Und die danach übernommen. Was zur Hölle? Mumie? Wieso hatte ich die vorher nie gesehen? Oh, und überall diese Sandwürmer, bei denen ich das letzte Mal gestorben bin, ey. Super flach ist das echt schlimm, ey. Und was ist das? Und hier ein Turm nach unten, ja. Ja, freilich. Warum nicht? Naja, das ist kein Turm nach unten, das ist dieser komische Turm. Also, ich muss echt mehr aufpassen. Oh Junge, Alter, ich dachte gerade, das, was da steht, wäre einfach ein Riesentier. Da sieht man ja dieses Cobblestone-Gerüst da.
Ich dachte, das wäre einfach so ein Tier, Junge. Oh, das sind überall Sandwürmer links. Habe ich gar nicht gesehen. Und da meine Map wieder die ganze Zeit laden muss, werde ich wahrscheinlich öfter diese Ruckler-Standbilder haben. Bis ich halt zu einem Teil gekommen bin, wo ich nicht mehr so viel erkunden werde. Und bis dahin müssen wir uns einfach dran gewöhnen, Leute. Da kann ich auch nichts gegen machen. Guck hier, Waterbobbles oder Poppels, was auch immer. Kann ich hier nirgendwo rein, ohne zu den Sandwürmern zu gehen? Alter, wie die da alle liegen, Junge. Alle liegen sie da. Richtig krank. Oh Mann, ich hasse Standbilder. Da denke ich immer, ja, gleich bin ich tot. Das ist cool. Das ist cool. Das ist halt das Problem an so großen Modpacks. Die sind halt genauso groß wie mein Ding, weißt du. Da kann man nicht viel machen, außer es hinzunehmen und zu lecken. Also, dass es laggt. Weißt du? Und ich bin ganz allein, deswegen laber ich wieder die ganze Zeit nur Scheiße, weil ich dann einfach nichts erzählen kann. Und ich suche gerade ein Dorf, weil man da die besten Starts hin bekommt. Da kann man Eisenrüstung bekommen und so. So, weißt, ich meine. Da kann man dann Eisen bekommen und diese Necrotic Pages. Aua! Und schlagt mich die Spinne, es ist doch tags! Oh, Mumie, nee, Zombie. Wie kann's sein, dass ich die Mumien vorher nie gesehen habe? Sie schon bleibt mir ein Rätsel. Ich werde wahrscheinlich sterben, ja, werde ich wahrscheinlich. Da die Spinnen mich aus irgendeinem Grund angreifen. Und da Sandwürmer sind und ich Standbilder wie Jack habe. And the Christ began to shine. Dann, ich weiß nicht, ob ich das hier fortführen werde, weil diese Lags sind halt echt schlimm und das war klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Mal. Das werde ich wahrscheinlich nicht hochladen. Vielleicht schon, dann seht ihr es jetzt und vielleicht auch nicht.